Nun denn, es ist mal an der Zeit, dass wir ein Zeug zu bringen. Die Bewohner der Niederwelt, Yomu und Yuyuko. Und zum nächsten Mal sind wir da, wo die Glühwürmchenkämpfer waren. Und hier fängt zum ersten Mal quasi eine Tradition an. Nämlich, dass Jo immer den, wenn sie spielbare Charakter ist, in den Splitterteil quasi einen sehr komischen Schlusstyp hat. Weil dieser hier ähnelt nämlich dem, der auch später in 11 bei als Reimu, sehr beziehungsweise Reimu und Aya gemeinsam kam. Und zwar haben wir das kleine Ding, das schießt man in die rechte Richtung, mit dem man drückt. Wenn man jetzt nach rechts drückt, fällt das nach links, fällt nach unten, zieht es nach vorne und ja, und so weiter. Wie sagen wir denn? Da komm mal schön raus, du kleines Krabbelvieh, das sich da im Dunkeln versteckt. Yomu, flieg doch bitte nicht so schnell. Was sagt ihr denn da? Ihr wisst doch, wie kurz die Nacht ist. Wir müssen die Schurken schon nichts aufspüren und in kleine Stückchen schmettern. Aber nein, ich meinte nur, in kleine Stückchen schmettern. Willst du mich nun zacken oder zerschlagen? Nur eins von beiden geht. Aber man könnte es doch beides wollen. Könnt ihr zacken und dann die dann zerschlagen. Und dann, bevor wir zum Hacken oder Schlagen kommen, sag uns bitte, wo wir lang müssen. Yomu, bitte, so viel Aufregung vor dem Morgenrot kommt überhaupt nicht gut. Weil sagte ich, du sollst mich nicht alleine lassen. Die Nacht hat doch gerade erst angefangen. Was haben die beiden bloß? Ach je, da fliegt ja ein riesengroßes Leuchtkäferchen vor uns. Sag bloß, ihr habt den F jetzt bemerkt. Ja, wahrscheinlich. Glühwürmchen beobachten ist wirklich was Nettes. Yomu, wollen wir nicht einen kleinen Umweg machen? Einen schlechteren Zeitpunkt dafür gibt's ja wohl nicht. Der Käfer hier kriegt gleich Bekanntschaft mit Rokanken. Warum wiederholst du dich dann die ganze Zeit und schreitest nicht endlich zur Tat? Ist lange her, seit jemand nicht völlig entzückt war von uns Glühwürmchen. Ja. So, ich werde ja gleich groß als Fokusmodus schießen halt. Yomu ist aber nur ekelhaft. Ich machte den Schusstyp später auch in 11 nicht und Yomu mag ich auch in 13 nicht, weil ihr Fokus in Anführungszeichen Schuss ist irgendwie nicht so schön. Eigentlich sollte er einen höchsten Schaden machen, aber irgendwie macht er gefühlt keinen so wirklich mehr Schaden als die anderen. Naja, aber was weiß ich schon, ich spiele eh nur auf easy und niemals auf hart oder gar normal. Aber bei 15.5 habe ich dabei geschafft, aber das ist ein zweites Spiel. Das war geschafft. Yuyuko-sama, eure Zielgenauigkeit bedarf etwas mehr Fokus, darum fallen eure Gegner immer viel zu spät. Ach, dabei sagt doch das Sprichwort Eile mit Weile. Ja, wir sind auch sehr in Eile, nur... Nun, wo sollen wir als nächstes hin? Wohin? Wie wäre es, wenn wir einen Ast werfen und Hotline gegen Boy hinzeigt? Also, ich weiß nicht recht. Ja, und sowieso. Wenn ihr ihn so haltet, gibt's nur eine Richtung, in der er zeigen wird. Rund und rund und rundherum. Yuyuko ist immer noch irgendwie ein Rätsel.
Alter. Voll krass. Und Leute, das alles mit den Abschnitten werden. Komm mal zu. Ah ja, ich habe ja mittlerweile gemerkt, ich habe inzwischen so viel Continuous verwendet, dass ich mittlerweile die maximalen Stapel nach 6 hochstellen kann. Das ist nett. Du schießt er fast den Bildschirm kaputt hier. Sie wollte hier nur in der Mitte stehen und. Okay. Oh, noch was. Aber so, da kommt schon ein bisschen. Ja. Als Moment mal. Keine Lust, du störst uns nämlich. Habt ihr etwa mein Lied nicht gehört? Weil seid ihr einfach keine Menschen. Du Jumu, es ist mitten in der Nacht und trotzdem höre ich Spatzengesang. Du Jumu, sag mal, bitte lasst euch nicht von diesem Gesang ablenken. Dann ist es der Ruf des Nachtspatzen. Einer der verruchtesten Klänge der Welt. Verrucht? Wie unhöflich. Immerhin ist mein Gesang schöner anzuhören als der Lärm von schleichenden Phantomen. Da hat sie recht. Dem kann niemand widersprechen. Das solltet ihr aber. Jumu, hör doch, das Geräusch wird immer lauter. Wo kommt das bloß her? Ach herrje, ob du nun Mensch oder Ex-Mensch bist, für mich spielt's keine Rolle. Denn jetzt steigt das spaßige Yokai fest. Nun denn, Jumu. Jetzt lasst uns mal schnell nichts weiter. Wie? Ja doch. Ich denke, das sollten wir. Aber sollten wir uns nicht zuerst um den Vogel hier, sagte man? Ich mag keine Spatzen, sie sieht mir zu knochig. Ihr bleibt gefälligst hier. Also Jumbo, Shana, der ist hinter uns komplett, das ist trotzdem beachtlich. Das ist krass. Ja. Der Vogel lockt früher oder später noch die anderen Yokai-Schar heran. Nein, die anderen Yokai-Schar, egal. Lass uns schleunigst aufbrechen, bevor es hier noch
so davon wimmelt. Eine Sekunde. Ich glaube, da steckt noch ein Knöchelchen. Ich dachte, ihr habt gesagt, ihr mögt keine Spatzen. Man sollte alles aufessen, was auf den Teller kommt, Jomu. Ja. Und, ja. Das Geschick ist das, was wir wieder mal. Das kann werden. Ihr beiden da, was hält euch an, mitten in der Nacht unser Dorf zu überfallen? Oh je, scheint so, als haben wir uns an ein seltsames Örtchen verlaufen. Ja, wo sind wir hier nur? Verkauft mich nur nicht wie blöd. Böser Gas erkenne ich mit bloßem Auge. Verdammt, ihr seid doch nur Geister. Wie unbarmherzig von dir. Geister haben auch Gefühle. Hunger zum Beispiel. Damit kennt sich Shoyoko ja sehr gut aus. Was wollt ihr hier überhaupt? Du hast uns gerade aus heiterem Himmel überfallen, nicht? Diese nette Geste wollen wir dir gerne zurückzahlen. Wie auch immer, hier gibt es das nichts, also macht, dass ihr weiterkommt. Owas lässt sich echter sagen, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo unser Ziel liegt. Ihr reist also nur planlos umher, aber nicht durch Jomu. Unser Ziel ist glasklar, du musst nur brav einer Richtung folgen. Und was ist nun euer Ziel? Wir wollten den gestörten Mond wieder so herstellen, wie er sonst war. Aber nein, Jomu, wa? Wir machen hier nur einen schönen Nachtspaziergang. Bis wir uns das gesehen haben. Die beiden sind wohl nicht ganz dicht. Kunststück, Phantome sind selbst an den besten Tagen ziemlich scheel. Scheel ist echt ein komisches Wort. Halt's mal, sowas lasse ich mir nicht sagen. Phantome sind überhaupt nicht scheel. Aber ja doch. Ruhig jetzt! Wie ich mir dachte, ihr beiden habt nichts Gutes im Sinn. Euch wegzujagen scheint also angebracht. Obwohl ich immer noch nicht weiß, was ich eigentlich genau wollt. Du Jomu, hör mal. Heute hatten wir schon ein Käferchen, ein Glückchen und jetzt ein Biest. Und was wollt ihr mir damit sagen? Ha, ich kann mir gleich die gesamte Historie von euch beiden. Scharatze, Karl, sogar alles, was vor eurer ewigen Geisterstunde liegt. Vielleicht kommt als nächstes sogar ein Drache? Yuko-sama, bitte, kümmert euch später um das nächste, sondern lieber um das Hier und Jetzt. Boah. Wäre, denke ich mal, jetzt halt. So. Hier könnte so ein bisschen knapp werden. Und hier. Können hier nur Fokus von uns. Anders geht's auch. Geschafft.
Doch nicht gut getan. Wieso eigentlich Bies? Ihr könnt doch Menschen nicht wie Biester behandeln. Aber ja doch, Yomo. Diese Dame hat zwar Menschengestalt, aber ihre andere Hälfte ist eine Bestie. So wie du, Yomo. Obwohl Menschen zählen für mich sowieso als Bestie. Das war mein Bestie heißt. Also ist sie eigentlich ein doppeltes Halbbiest? Verdammt nochmal, daran liegt nur diese halb kaputte Mondschuld. Ohne den hätte ich euch geistert gleich. Oh! Oh ja, genau. Den Vollmond müssen wir doch unbedingt zurückbringen. Du denn, als nächstes gibt's ein Drachengericht. Ich freue mich schon richtig drauf, Yomo. Yomo-sama, ihr sagtet doch, ihr wisst, wo wir als nächstes hin müssen. Irgendwie habe ich dabei ein ungutes Gefühl, obwohl Drachen haben viel zu viele Schuppen. Ja, die denken wirklich nur ans Fressen.